Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Gun Home. Ein schon etwas älteres Spiel. Gefällt mir richtig gut von den Bildern. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es sogar schon mal mit meinem Freund gespielt habe, als es rausgekommen ist. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass ich es nie gespielt habe, dass ich es gar nicht kenne. Ich weiß auch nicht. Also ich hätte es gedacht. Es kann sein, dass wir es damals mal angefangen haben, nicht beendet haben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, wir spielen es jetzt einfach und dann werde ich es schon sehen. Vielleicht kommt mir irgendwas mal wieder bekannt vor die ein oder andere Stelle. Im Moment kann ich mich ganz schlecht erinnern und habe total Lust darauf, das einfach zu spielen. Vielleicht nochmal, ich weiß es nicht. Ich selber persönlich habe es sowieso nicht gespielt, wenn dann was mein Freund. Vielleicht weiß ich es auch deswegen nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich im Zimmer rumgerannt und habe was anderes gemacht. Wer weiß. Ja, ich habe gedacht, wir spielen es jetzt einfach und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, was ganz was Neues. Okay. Und ich habe übrigens einen Tee wieder mal, ne? Einen Earl Grey heute. Fulbright Company Presents. Hi Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like really seriously, you don't have to. Okay, so, love you, see you soon, bye. Ich habe gerade tatsächlich nicht Gun Home gelesen, sondern Game Over. Okay. ...1995, 7. Juni, 1.15 Uhr in der Nacht. Wir kommen nach Hause. Der Winkel ist extrem groß. Fast zu groß, würde ich sagen. Machen wir es mal auf 80. Die haben Blumen mit Blume übersetzt. Das finde ich sehr lustig gerade. Ist immer noch ganz schön komisch, oder? Ich mag das eigentlich gerne, wenn die Pfoff ein bisschen höher ist. Aber da wirkt es gerade so gezerrt. Machen wir es so. So, wir sind nach Hause gekommen. Ich finde die Musik, das Gewitter gerade sehr laut. Musikgewitter. Passt das für euch? Game over, so Spiel vorbei. Danke, dass ihr alle da wart. Ja. Caitlin Greenbrier, Portland, Flug 270, 6. Juni 95. Das sind also wir. Wir sind jetzt nach Hause gekommen. Das waren also auch wir auf dem AB. Kann man das ein bisschen heller machen? Mal erstmal kurz gucken. Helligkeit anpassen. So ein bisschen. So vielleicht. Sonst ist alles, würde ich sagen, in Ordnung. Ja. Ja, jetzt sehe ich auch was. Sehr schön. Kann man hier. Ah, man kann aufmachen. Aber irgendwie nicht so. Ach, ich muss weggehen, damit das geht. Ich stand zu nah. Ich habe die Tür verdeckt. Du kannst mit dem Wetter leben. Gut. Drücke rechte Maustaste oder linken Shift, um den Gegenstand in deine Hand zu nehmen. Ein Quietscheentchen. Oder ist es überhaupt quietschig? Nee. Da steht sogar noch der Preis. $5,99. Hausschlüssel nehmen. Hausschlüssel in den Rucksack gepackt. Drücke 1 oder I, um den Inhalt deines Inventars anzusehen. Okay. Ich würde es fast noch ein bisschen lauter machen. Was meint ihr? Nein, ich habe Gone Home noch nie gestreamt. Also das wüsste ich noch. Plätze. Nein, das habe ich ganz sicher nicht. Mein Reisepass, den ich für meine Europareise gebraucht habe. So sehen wir aus. Aha.
Boarding Pass von Amsterdam nach Portland. Ein Zweitschlüssel, der unter der Weihnachtsente versteckt war. Veranda. Okay. Bisschen heller mache ich es jetzt noch. Ein bisschen. Ich sehe so schlecht. Und ich habe keine Angst, ich sehe schlecht. Ach, so geht's auch. Ja, aber jetzt ist doch besser von der Helligkeit auch. Gut, können wir uns auch hinknien? Ah ja. Krabbeln wir da mal rein. Die Weihnachtsente. Das Licht hier ist kaputt. Was stand da? Mann. Da steht immer was, ganz kurz. Jetzt nicht mehr. Dann war es das wohl nicht du. Nein, dann war das wohl nicht ich. Hast du fremd geguckt? Ah, okay. Die Veranda ist auch schon in eingemauert. Wie auch immer. Also es ist eigentlich so ein Vorraum, ne? Stehen wir wenigstens nicht im Gewitter. Uiuiuiuiui. Wieso ist denn keiner zu Hause? Ich mach mal auf. Oh, ein Zettel. Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst, aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen, ich liebe dich. Sam. Bitte was? Also ist gar keiner da. Was ist denn das für ein Haus? Okay. Ich erinnere mich echt gar... Also es kommt mir gar nichts bekannt vor. Aber vielleicht habe ich das Spiel auch verwechselt mit einem anderen, das ich schon mal gespielt habe. Also plötzlich vielleicht geht es mir so ähnlich wie dir, schau. Taschentücher. Oh, Barcode. Okay. Ist da was interessant? Oh. Geht die nicht weiter raus? Ich kann auch nichts in die Hand nehmen anscheinend. Ach, ich stehe schon wieder im Weg. Okay, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Okay. Ich kann nichts in die Hand nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was das jetzt für ein Spiel ist. Ob das jetzt Horror ist, ob ich da irgendeinen Jumpscare erwarten muss, ob gar nichts passiert, ob ich nur, also so wie Tacoma, rausfinde, was hier eigentlich los ist. Also, lassen wir uns überraschen. Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf die Grabtree, rechts auf die Bullhorn, Abfahrt auf die 47N, rechts auf die 202E, Eingang rechts hinter der Waage Road, Fahrzeit 1 Stunde 10 Minuten. Ah ja. Vom neuen Haus. Und hier sieht man auch die Karte noch. Okay. Ach Gott. Naja, ist nur ein kleiner Raum. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, gerade das Gewitter. Oh. Habe ich nicht vielleicht eine Taschenlampe oder so? Ist es euch hell genug? Ich sehe immer noch nicht richtig gut. Nochmal mal so. Tacklemar Country Forstamt, Janice Greenbrier, Oberforstbeamtin. Front Hall. Ach so, es gibt aber auch Licht, schau an. Aber jetzt finde ich es gut, jetzt finde ich es super, jetzt finde ich es echt richtig gut von der Helligkeit. Ach so, die Tür habe ich ja aufgemacht. Jetzt habe ich mich erschrocken, warum die Haustür offen ist. Mein Gott. Also Horrorspiel, oder?
Brief lesen. Liebe Jen, es ist so schön, wieder von dir zu hören. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Oh Gott, mir wird warm. Ich zieh mal eben meine Jacke aus. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unser erstes Studienjahr, als wir uns gemeinsam dieses kleine Zimmer im Wohnheim teilten? Es war so mies dort und wir haben über unsere Traumhäuser fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gern eine richtige Villa. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Aha, wir haben also eine Villa im Wald. Irgendjemand da oben mag dich. Von deinem Glück könnte ich auch was gebrauchen. Schick mir ein paar Lottozahlen, ich werde sie spielen. Im Ernst. Aber ich sollte mich nicht über unser schönes altes Häuschen beschweren, das wir haben. Seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde. Wir haben gerade erst neue Vinylverkleidungen machen lassen. Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht es den Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch, schreib bald zurück. Ich vermisse dich, Mitbewohnerin. Deine Carol. Also, der Brief ging an unsere Mutter. Ich will nicht spoilern, aber ein bisschen gruselig ist es schon. Ja, das Gefühl habe ich aber auch, dass es ein bisschen gruselig ist. Aber irgendwie ist es auch so gemütlich mit dem Gewitter. Es ist nur so laut. Okay. Was bin ich eigentlich für eine lustige Tochter? Ich komme nach Hause und durchwühle erstmal alles. Naja gut, wegen dem Brief am Eingang ist es gar nicht so komisch, dass ich das mache, weil ich vielleicht einfach verwirrt bin. Die Bibel. Wo meine Mutter hin ist, ne? Ups. Ist ja gar nicht gruselig hier. Da steht was. Hecho in Mexico. Okay. Regionaler Leichtathletik-Wettkampf Endausscheid. Mädchen 100 Meter Staffel, erster Platz. Jamie Bloom, Carla Jones, Shauna Rossi und Caitlin Greenbrier. Das bin ich. Regionaler Leichtathletik-Wettkampf Endausscheid. Mädchen Weitsprung. Caitlin Greenbrier, erster Platz. Oh. Aber wieso ist die Silber, wenn es der erste Platz ist? So, erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Warum ist das Haus eigentlich so furchtbar dunkel? Die sollen mal richtig ausleuchten hier. Wieso sind da auch immer noch die Ordner? Die Pakete. Es geht um Einhörner und Elfen, ich habe gelogen. Wellspring Umzüge GmbH Rechnung. Terence Greinbrier. Mhm. Zielort. Mhm. Liste der Transportkosten. Kisten 8, 5, 6, 10, 4. Fernseher. Weiter auf beigefügten Tabellenblättern. Ups, ich dachte. Katie, so much has changed. Even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Aha. Wo kam das jetzt her? Im neuen Haus, in den Rucksack gepackt. Kann es sein, dass das jetzt dafür ein bisschen zu leise war? Ah, hier, Tagebuch. Mach mal gleich ein bisschen lauter, oder? Die Stimmen. Dear Katie. Besser? So much has changed. Schon, even just since you've been away. Jetzt hören wir es nochmal. Moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. Ich kann es auch gar nicht nochmal abbrechen. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Also das ging eigentlich an mich, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Schublade schließen. Plan lesen. Weltweiter Flugplan, gültig ab 1. Juni 94. Katies Abflug. Mhm. Okay. Sonst ist da nix.
Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Also, warte mal, dass ich das zusammenbekomme. Sam ist unser Vater vielleicht? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also, die Mom ist die Jane, denke ich. Wir sind Katie und Sam ist... Oder unsere ältere Schwester? Sam. Sam. Hello. Sam. Where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Wo bist du? Wir müssen reden. Hi Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Ihr müsst mich nicht abholen, ich komme spät in der Nacht. Das war billiger so. Okay. Geiles Telefon. Mehr kann ich da aber nicht machen. Ah, hier ist ein Familienbild. Schau mal, da kriege ich es jetzt zusammen. Sam, Katie, Mom und Dad. Dad ist Terry. Aha, okay. Also ist Sam unsere, Quatsch, jüngere Schwester, nicht älter. Also das ist dann Sam. Das ist Katie, also wir. Das ist Jane, die Mama. Und das ist Terry, der Papa. So, jetzt haben wir das auch schon mal hinbekommen. Im Chat steht nur Yay Nintendo. Alles, was angekommen ist. Nintendo! Wuhu! Okay, schauen wir mal ins Bad. Da ist die Tür schon so komisch offen. Klopapier. Ups. Klopapier. Ein Magazin, das braucht man ja auch auf dem Klo. Autorenmagazin. 50 Gewinnspiele mit Preisen im Wert von $21.000. Stephen King. Kritiken. Die Kunst der Bewertung. Veröffentlicht werden. Das Geheimnis. Die leere Seite. Wie 20 Top-Autoren damit fertig werden. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Schiebetür, Schiebetür. Weiter aufmachen. Geht nicht. Quickfix. Verwüste nur ein bisschen das Haus. Hier ganz viele Pflaster. Also es erinnert mich mehr an Tacoma gerade. So eine Mischung aus Tacoma? Hat das nicht geklappt? So eine Mischung aus Tacoma und einem Horrorspiel. Man hört gar nichts. Das finde ich gerade sehr seltsam. Machen wir ein bisschen lauter hier. Ah, jetzt. Okay. Ja. Jetzt hört man das. Auch alles. Ich lasse mal überall das Licht an, das beruhigt mich. Ich muss aber hier die Tür zumachen. Ich habe mich gerade furchtbar erschrocken, weil ich dachte, hier steht jemand. Wegen den blöden Jacken. Das ist schrecklich mit Jacken. Wenn die irgendwo... Oh, okay. Wenn die irgendwo hängen, dann... nee. Dann erschrecke ich mich ganz furchtbar. Gut. Da ist das Bild. Wo geht's hier hin? Natürlich, in einen wundervollen langen Flur. Als ob das Licht anbleibt.
Okay, also wir können uns hier anschauen, wo wir uns gerade befinden. Gut. Noch so ein. Was ist denn das für ein komisches Haus? Oh. Heavens to Betsy. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf deinen ersten Schultag an der Godfellow High School wie wir. Bitte bringe folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Eine stabile Mappe mit Innenlaschen je für deine 6 Unterrichtsstunden. Ein liniertes Notizbuch pro Unterrichtsstunde oder ein einzelnes großes Notizbuch 6-mal unterteilt. Mindestens 6 Stifte mit blauer oder schwarzer Tinte und 6 Bleistifte. Eine Packung Buntstifte. Ein normales Kombinationsschloss für deinen Spind. Ein gehaltvolles Mittagessen oder $2,50 für ein Essen in der Schulcafeteria. Eine positive Einstellung. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug zu schlafen und sei um 8 Uhr bereit für den Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen. Beth Valance, Direktorin. Also, wer zieht denn auch in den Oh Wald? my God, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. Ja. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Oh, shit.